Ich habe jetzt gleich ein Interview mit der Klimaschutzbeauftragten der Stadt Schwäbisch Hall. Die geht nämlich bald in Mutterschutz und erzählt uns, wie ihre letzten 2 Jahre jetzt so waren, was die größten Projekte waren und wie es weitergeht. Mein Name ist Alina Bermudes. Ich bin jetzt seit 2 Jahren die Klimaschutzbeauftragte der Stadt Schwäbisch Hall. Das heißt, ich kümmere mich um den Klimaschutz der Stadt. Ich habe einen sehr netten Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, der Heiner Schwarz-Leuser, der Energiebeauftragte. Wir arbeiten eng zusammen an diesem Thema. Und ich kümmere mich um alle Sachen, die mit dem Klimaschutz zu tun haben. Und der Heiner macht Energie. Das heißt, er kümmert sich vor allem auch um die Gebäude und wie man Energie einsparen kann in den städtischen Gebäuden. Was gab es denn für Projekte in Ihrer bisherigen Zeit, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind? Ja, also die Aufgaben von der Klimaschutzbeauftragten sind sehr vielfältig und es gibt dementsprechend auch sehr viele Projekte. Es ist eine sehr große Aufgabe, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, unter anderem. Da hatten wir verschiedene Kampagnen. Wir hatten zum Beispiel gemeinsam für mehr Artenvielfalt. Da haben wir eine Kampagne gemacht, um die Artenvielfalt in der Stadt zu steigern, auf städtischen Flächen, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern. Haben wir eine Broschüre entwickelt, um denen was an die Hand zu geben, wie sie zum Beispiel ihren Vorgarten gestalten können. Dann ist auch an der Kooperation mit den Imkern entstanden, da haben wir einen Stadthonig entwickelt. Und die Einnahmen von dem Stadthonig, die gehen dann wieder in praktisch städtische Flächen zurück, wo wir dann mehr Blumen anpflanzen für die Insekten. Dann ein schönes Projekt fand ich auch den Nachhaltigkeitstag. Das war eine Idee von mir, dass wir einfach verschiedene Akteure in der Stadt haben. Wir haben ganz viele verschiedene Akteure für Klimaschutz in der Stadt und die wollte ich einfach so ein bisschen zusammenbringen und denen auch eine Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Und so ist dann 2020 der erste Nachhaltigkeitstag entstanden. Und letztes Jahr konnten wir das dann nochmal ausbauen mit einer Kooperation mit der Bio-Musterregion. Das war sehr erfolgreich. Da sind dann auch ganz viele Akteure von der Bio-Musterregion nach Hall gekommen und haben ihre Projekte und ihre Sachen vorgestellt. Dann hatten wir noch die Klima-Challenge, was auch eine sehr schöne Aktion war, fand ich. Da haben wir dann mit den Stadträtinnen und mit bekannten Gesichtern aus der Stadt so eine kleine Klima-Challenge gespielt, wo sich die Leute gegenseitig Aufgaben gestellt haben, zum Beispiel eine Woche sich vegetarisch zu ernähren oder mit dem Fahrrad zu fahren und auf das Auto zu verzichten. Das war auch eine ganz erfolgreiche Aktion. Ja, und dann gibt es noch ganz vielfältige Sachen. Zum Beispiel muss man sich natürlich auch um die Fortschreibung vom Klimaschutzkonzept kümmern. Das wird jetzt auch eine große Aufgabe sein, die jetzt dann neu ansteht. Also die alten Maßnahmen praktisch abarbeiten, aber es geht dann natürlich auch darum, darauf aufzubauen und neue Sachen zu definieren und neue Ziele und neue Wege auch zu gehen. Gibt es da auch was, wo Sie jetzt besonders stolz drauf sind, dass man das geschafft hat? Also wirklich besonders stolz bin ich vor allem auch auf den Nachhaltigkeitstag, weil das schon eine große Herausforderung war, so viele Akteure auf einmal zusammenzubringen und auch dann gemeinsam so einen Weg zu finden, wie man sich darstellt oder auch, also die Organisation war auch sehr aufwendig, vor allem auch mit Corona. Letztes Jahr haben uns die Auflagen doch dann sehr im Griff gehabt. Wir mussten sehr viele Sachen tun, damit der doch dann stattfinden konnte. Und ich fand es aber einfach total super, weil der total gut angenommen wurde von der Bevölkerung und auch die Leute sehr begeistert waren, dass wir sowas auf die Beine gestellt haben. Und da bin ich schon ziemlich stolz drauf, auch die ganzen Akteurinnen und Akteure, die mitgemacht haben. Und total schön, dass das geklappt hat. Was ist denn jetzt gerade aktuell noch so geplant? Was läuft gerade? Aktuell bin ich praktisch schon dabei, meine Übergabe vorzubereiten. Wir bekommen ab dem 1.4. hoffentlich eine Nachfolgerin, weil ich mich in den Mutterschutz dann verabschiede, in die Elternzeit. Und da stehen jetzt noch ein paar Sachen an. Vor allem, wie gesagt, die Aktualisierung vom Klimaschutzkonzept wird eine sehr, sehr wichtige Aufgabe sein. Und da bin ich gerade dabei, die Ausschreibung vorzubereiten, sodass dann die neue Kollegin oder der neue Kollege da schon ein bisschen Vorsprung hat und dass wir da nicht dann so viel Zeit verlieren. Und dann die ganzen Themen, die für nächstes Jahr anstehen, möchte ich natürlich auch jetzt ein bisschen vorbereiten, sodass man dann bei der Übergabe was in der Hand hat. Wie ist denn Ihre Bilanz zur bisherigen Zeit? Ja, also meine Bilanz ist sehr positiv. Ich habe mich super wohl gefühlt in der Stadt und in der Stadtverwaltung. Ich habe total nette Kolleginnen und Kollegen, die mich hier super freundlich aufgenommen haben.
Ich bin aber auch ein bisschen traurig, weil ich natürlich jetzt voll in den 2 Jahren nur Corona hatte. Ich habe die Stadt leider nie so erlebt, wie sie normalerweise ist. Ich habe kein einziges Festchen irgendwie mitnehmen können. Mit den Siedern hätte ich total gerne erlebt. Das ging eigentlich alles gar nicht. Also das ganze öffentliche Leben war ja sehr eingeschränkt. Von dem her bin ich etwas schade, dass ich das jetzt so ein bisschen verpasst habe. Aber ich bin trotzdem total stolz drauf und total glücklich darüber, was wir doch in den 2 Jahren jetzt alles geschafft haben. Wir haben jetzt auch einen Klimaschutzbeirat zum Beispiel etabliert. Ist auch ein sehr großer Meilenstein, finde ich. Der arbeitet jetzt an verschiedenen Themen. Und da kann einfach die Bevölkerung auch dann Inputs direkt praktisch, die den Klimaschutz betreffen, in die Verwaltung reintragen und hat da dann auch Gewicht. Und die Sachen werden dann zum Beispiel in den Gemeinderat auch weitergegeben, die Beschlüsse, die da gefasst werden. Und das ist, glaube ich, ja, ein sehr großer Meilenstein und auch sehr schön, dass die Akteurinnen, die hier so aktiv sind, da dann auch eine Stimme bekommen haben. Super, dann Ihnen vielen Dank und alles Gute. Dankeschön. Danke fürs Zuschauen. Das war unser Video. Wir freuen uns, wenn ihr teilt, liked, kommentiert und natürlich auch uns abonniert. Bis zum nächsten Mal.